Sicherheit. Wir sind live aus Berlin, 24 Stunden nach dem Anschlag. Schlauer, wir haben heute auch darüber gesprochen in der Redaktion, wenn man, sagen wir mal, gestern Morgen darüber geredet hätte, dass das amerikanische Außenministerium eine Warnung für Reisen nach Deutschland gegeben hat und auch darauf hingewiesen hat, dass man Plätze meiden sollte. Und da waren so Anspielungen in diese Richtung. Die Frau eines Kollegen ist Japanerin und hat von ihrer Botschaft einen Hinweis bekommen, nicht auf Weihnachtsmärkte zu gehen, also ganz konkret. Mhm. Wir haben darüber auch vorher nicht gesprochen, hat auch nicht gesagt. Aber wenn man darüber nachgedacht hätte und sich überlegt hätte, wenn tatsächlich Anhaltspunkte dafür sind, dass Weihnachtsmärkte bevorzugte Zielscheibe sein könnten, das hat es ja schon mal in Straßburg gegeben, als vor Jahren, als Terroristen das versucht haben aus Deutschland heraus, dann wäre man relativ schnell darauf gekommen, wo das hätte sein können. Bleiben. Herr Spiro, Sie waren gestern auf diesem Weihnachtsmarkt. Ja, ganz zufällig, aber vorher. Ich habe den Ort 10 Minuten vorher verlassen mit dem Bus. Nun kommen Sie auch noch aus Israel und beschäftigen sich obendrein beruflich mit dem Fach Terrorismus. Waren Sie überrascht über das, was Ihnen an Sicherheitsvorkehrungen entgegen? Es gab keine Sicherheitsvorkehrungen, nichts, was ich da erkennen konnte. Ein bisschen überrascht war ich schon, dass ich keine Polizei oder Wachleute gesehen habe. Aber dann dachte ich, ja, ich bin in Berlin, alles ist sicher und Friede, Freude, Eierkuchen, da wird es nichts passieren. Mhm. Und dann genau passiert sowas. Und sucht jetzt Lösungen. Die Lösungen sind polizeilich, wie gesagt, sind nachrichtendienstlich, sind sicherheitspolitisch, aber auch gesellschaftlich. Man muss nicht nur mit Polizisten gegenüber die unmittelbare Gefahr der Terrorismus, sondern auch gegen die gesellschaftliche Radikalisierung, mhm, der auch im Netz läuft, wie junge Leute manipuliert werden. Strukturen sind veraltet. Warum braucht man 16 verschiedene Landesämter für Verfassungsschutz? Groß, klein und mittel. Ja, also die föderale Struktur, alles gut und schön. Deutschland braucht nicht 16, ja 17 mit dem Bundesamt auch, sondern eine einheitliche Einheit, eine Inlandsnachrichtendienst. Frage, glauben Sie, die Sicherheitslage in Deutschland hat massiv gelitten tatsächlich unter Merkels Politik? Also ehrlich gesagt und mit voller Respekt, ich folge die Diskussion in Deutschland und ich finde die Diskussion teilweise über eine ganze falsche Sachen. Ich will nicht falsche Sachen, aber Terrorismus ist ein Problem. Ja, wie eine Krankheit. Man kann eine Krankheit mit verschiedenen Wege, Methoden, Medikamente und so bekämpfen. Und es ist auch gelungen, andere Staaten Terrorismus effektiv zu kämpfen. Nicht auszulöschen, ja. Es verschwindet nicht. Aber die innere Sicherheit wird dadurch erhöht. Mal gehabt hat. Dieses ist Teil eines internationalen großen Bürgerkrieges. Das ist Teil eines, sagen wir mal, innerislamischen Bürgerkrieges, wo alle möglichen Randgruppen noch dran mitstricken. Und insofern sind das Ausläufer davon. Und insofern ist sowohl der Terrorismus durch den IS und andere Gruppierungen ist ein Ausläufer eines Bürgerkrieges oder eines ganz furchtbaren Krieges im Nahen Osten. Und die Flüchtlingsbewegungen, die wirklichen Flüchtlingsbewegungen, haben natürlich auch viel damit zu tun. Dann kommt das ganze Schengen-Modell funktioniert ja leider nicht. Die Außengrenzen werden nicht geschützt und darum müssen wir die Grenzen auch selber schützen. Übrigens nicht nur die Grenze zum Balkan, sondern jetzt kommt die große Herausforderung Österreich-Italien natürlich mit vielen Menschen, die aus Afrika kommen. Und wir haben auch eine sehr starke, wo keine Grenzen kontrolliert werden, aus den Benelux-Staaten zunehmend, aus Frankreich, die zu uns kommen. Und genau da muss man eben auch ansetzen zu kontrollieren und übrigens auch an der Grenze diejenigen abzuweisen, bei denen wir wissen, dass sie keinen Anspruch haben und das ist ein richtiger Gesichtspunkt. Die Bundeswehr im Inneren wird diskutiert, wenn ich das heute richtig gehört habe. Das haben wir kein Tabuthema mehr? Nein, ich denke, unter meiner Führung ist es gelungen. Wir haben die Bundeswehr im Inneren. Auch dies ist schon lange über das Bundesverfassungsgericht entschieden. Wir diskutieren in der Politik oft über Dinge, die rechtlich entschieden sind. Man muss genau schauen, wo sind die Voraussetzungen. Die Übung wird stattfinden, 7. bis 9. März. 6 Bundesländer machen mit. Vom Grundsatz her ist es unstrittig. Heute brauchen wir Vernetzungstechnik. Wir haben innerhalb Europas keine anständige Vernetzung. Damit geht es schon los. Ja, nicht nur in den Bundesländern, sondern schon innerhalb Europas nicht. Und ich glaube, das wird der entscheidende Punkt sein. Und am Ende des Tages wird es darauf ankommen, dass wir alle den Menschen da draußen das Gefühl geben, ihr könnt sicher leben und euer freies Leben führen. Und
nicht nur morgen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Aber alles ganz schön und gut. Ich glaube nicht, dass die Sicherheitsdienste, auch wenn sie entsprechend aufgerüstet werden, das tatsächlich schaffen können. Es läuft immer so ein Gedanke hier durch, auch eben bei Herrn Söder, was ja alles richtig ist. Schengen ist irgendwie gescheitert. Wir müssen die Außengrenzen sichern. Aber wenn es dann um die Frage geht, wie sichern wir die Außengrenzen, dann beginnen es wirklich die Differenzen. Und ich muss glauben Sie, steht uns bevor eine lange, bleierne Zeit dieser Art oder neuer Art? Ich fürchte ja. Ich fürchte, das wird sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, diese Botschaft ist angekommen. Die Innenministerkonferenz hat darüber geredet. Ich danke Ihnen für diese ersten Einschätzungen, 24 Stunden nach diesem Attentat. Und wir sind sicher, dass wir an der Stelle weiterreden müssen. Fragen offen, aber eines ist jetzt schon klar. Das ist der Albtraum, vor dem wir uns so lange gefürchtet haben. Ein Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt, sehr brutal, brutal öffentlich, mit vielen Toten. Wie wird er unser Zusammenleben verändern, wie die politische Debatte und wie unsere innere Sicherheit? Wir sind live aus Berlin, 24 Stunden nach dem Anschlag. Das Thema bei Sandra Maischberger. Der Schock von Berlin. Gehört Terror zu unserem Alltag? Unsere Gäste. Klaus Bouillon, der CDU-Politiker und Vorsitzende der Innenministerkonferenz, sagt, wir sind in einem Kriegszustand, obwohl das einige Leute nicht sehen möchten. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt warnt vor Mutmaßungen und Spekulationen über den Attentäter. Professor Dr. Shlomo Spiro, der international renommierte Terrorismusforscher, sagt, der Anschlag von Berlin ist der 11. September für Deutschland. Ab jetzt gehört der Terror zum Alltag. Und Stefan Aust, der Weltjournalist, befürchtet, die Terrorbedrohung könnte Jahrzehnte andauern. Später zugeschaltet CSU-Minister Markus Söder. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Das ist ein Tag mit sehr vielen unterschiedlichen Sachlagen in der Frage, wer dieses Attentat getan haben könnte. Und deswegen sind viele Fragen offen. Aber Sie, Herr Bouillon, haben heute Morgen jedenfalls im ersten Impuls gesagt, das ist wie ein Kriegszustand. Sie haben das mittlerweile etwas zurückgenommen. Aber was hat Sie denn dazu bewogen, heute Morgen vom Krieg zu sprechen? Es waren sicherlich die stundenlangen Diskussionen mit dem Führungsstab der Polizei. Man ist etwas aufgewühlt, das Wort Krieg ist sicherlich sehr hart. Ich würde es präzisieren auf eine Konkretisierung des internationalen Terrorismus. Aber wir müssen eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, die wir bisher in Deutschland nicht gemacht haben. Diese Terrorgefahr wird ja sicherlich länger andauern. Wir brauchen klare Lösungen. Was können wir tun? Was sollen wir tun? Wer muss etwas tun? Wir haben die Polizei, wir haben Verfolgungsbehörden, wir haben Strafschutzbehörden, wir haben vieles mehr. Es wird diskutiert und wir können uns nicht nach wie vor von einem Anschlag zum anderen hangeln. Wir brauchen klare Lösungen und heute Morgen auf der Telefonschaltkonferenz der Innenminister mit dem Bundesinnenminister haben wir klar beschlossen, in allen Bundesländern, das ist wichtig, Frau Maischberger, hier darf keine Parteipolitik mehr gemacht werden. Wir müssen uns um die Sicherheit der Bevölkerung kümmern. Das bedeutet, auch die Innenminister, die ein Einheitsprinzip haben, wir sind einig, wir müssen so leben wie vorher, wir müssen die Polizei deutlich verstärken, was schon passiert ist in vielen Bundesländern, wir brauchen neue Organisationsformen in der Fläche, wir brauchen mehr Waffen, wir müssen überlegen, brauchen wir neue Gesetze, um den Ermittlungsbehörden zu helfen, müssen wir die neuen Medien stärker kontrollieren, also viele Aufgaben, die vor uns liegen. Herr Spiro, Sie haben uns die Einschätzung gegeben, das ist der 11. September für Deutschland. Das erscheint jetzt sehr groß. Der 11. September war ein unglaublich brutaler, sehr öffentlicher Anschlag mit noch viel mehr Toten. Wie kommen Sie dazu, diese Parallele zu ziehen? In diesem Bezug geht es nicht um die Zahl der Toten und Verletzten. Natürlich ist kein Vergleich gemacht, sondern über die politische und ich glaube auch die gesellschaftliche Veränderung, die jetzt kommen werden und ganz rasch. Und kommen müssen auch. In den USA hat man von einem Tag zum anderen mit dem Terrorismus aufgewacht, sozusagen. Ja, vorher war Terrorismus für die Amerikaner irgendwas, wo Katz und Maus gute Nacht sagen, in Afrika, im Nahen Osten, in Israel und so weiter. Jetzt ist es nach Hause gekommen. Und so war es bis jetzt in Deutschland. Ja, Terrorismus kam näher und näher. Früher war es vielleicht in Jerusalem oder Damaskus oder New York und dann Paris und dann Brüssel und dann Bayern und so weiter, Süddeutschland und jetzt mitten in Berlin. Und die Bevölkerung
Bevölkerung wird auf und sucht jetzt Lösungen. Die Lösungen sind polizeilich, wie gesagt, sind nachrichtendienstlich, sind sicherheitspolitisch, aber auch gesellschaftlich. Man muss nicht nur mit Polizisten gegenüber die unmittelbare Gefahr der Terrorismus, sondern auch gegen die gesellschaftliche Radikalisierung, der auch im Netz läuft, wie junge Leute manipuliert werden und zum Terrorismus gemacht werden. Wir verstehen noch nicht genug, wie von einem normalen Mensch ein Terrorist wird. Okay. Und das ist ein Teil der Herausforderung. Frau Göring, dieser Weihnachtsmarkt gehört zu den berühmten Weihnachtsmärkten. Es ist ein prominenter Weihnachtsmarkt. Der ist an der Gedächtniskirche. Das ist ein extrem symbolischer Ort. Sind Sie eigentlich überrascht, als jemand, der sich mit Terror sehr stark beschäftigt über viele Jahrzehnte, dass man da so leicht rauffahren kann? Ach, hinterher ist man immer schlauer. Wir haben heute auch darüber gesprochen in der Redaktion, wenn man, sagen wir mal, gestern Morgen darüber geredet hätte, dass das amerikanische Außenministerium eine Warnung für Reisen nach Deutschland gegeben hat und auch darauf hingewiesen hat, dass man Plätze meiden sollte. Und da waren so Anspielungen in diese Richtung. Die Frau eines Kollegen ist Japanerin und hat von ihrer Botschaft einen Hinweis bekommen, nicht auf Weihnachtsmärkte zu gehen, also ganz konkret. Wir haben darüber auch vorher nicht gesprochen, hat er auch nicht gesagt. Aber wenn man darüber nachgedacht hätte und sich überlegt hätte, wenn tatsächlich Anhaltspunkte dafür sind, dass Weihnachtsmärkte bevorzugte Zielscheibe sein könnten, das hat es ja schon mal in Straßburg gegeben, als vor Jahren, als Terroristen das versucht haben, aus Deutschland heraus, dann wäre man relativ schnell darauf gekommen, wo das hätte sein können. Aber man sagt immer, man kann keine totale Sicherheit erreichen. Also wenn man heute diesen Weihnachtsmarkt ansieht und sich überlegt, was man hätte tun können, um zu verhindern, dass jemand mit dem LKW da reinfährt, da wäre einem viel eingefallen dazu. Aber wissen Sie, dann wären Sie von der anderen Seite gekommen. Es gibt keine totale Sicherheit, aber hinterher weiß man natürlich immer, an welchen Stellen man nicht genügend aufgepasst hat. Es gibt aber auch Städte, die gesagt haben, gerade nach diesem Szenario von Nizza, wir haben bestimmte Plätze mit diesem, das sieht so einfach aus, ja, man stellt da Betonblöcke hin, das ist auch keine große Einschränkung der persönlichen Sicherheit, sondern ganz im Gegenteil. Das ist keine Einschränkung, aber man muss es tun und vielleicht hätte man es hier tun sollen. Und jetzt tut man es auch, aber hinterher... Trotzdem noch mal bei dem gestrigen Anschlag bleiben. Herr Spiro, Sie waren gestern auf diesem Weihnachtsmarkt. Ja, ganz zufällig, aber vorher. Ich habe den Ort 10 Minuten vorher verlassen mit dem Bus. Nun kommen Sie auch noch aus Israel und beschäftigen sich obendrein beruflich mit dem Fach Terrorismus. Waren Sie überrascht über das, was Ihnen an Sicherheitsvorkehrungen entgegen? Es gab keine Sicherheitsvorkehrungen, nichts, was ich da erkennen konnte. Ein bisschen überrascht war ich schon, dass ich keine Polizei oder Wachleute gesehen habe. Aber dann dachte ich, ja, ich bin in Berlin, alles ist sicher und Friede, Freude, Eierkuchen, da wird es nichts passieren. Mhm. Und dann genau passiert sowas. Ich glaube, dass die Technologie heute gibt uns viele Möglichkeiten, solche Orte zu beschützen, ohne irgendjemand zu stören. Wenn wir von Betonsperrungen reden, das sind nicht diese hässlichen Betonklötzen, die man im Fernsehen sieht, sondern sie sind mit Blumen geschmückt und alles. Also es gibt schon Lösungen in anderen Staaten, aber es gibt keine Sicherheit ohne Geld. Ja. Und das kostet Geld. Was mit der Polizei zum Beispiel in Deutschland passiert. Mehr über 5000 Stellen, die in den letzten Jahren abgebaut wurden. Was ist mit der inneren Sicherheit? Der Bund hat jetzt viel mehr Geld, habe ich gelesen, durch die Konjunktur, durch die Steuereinnahmen. Die Länder, die Kommunen können mit solchen Sachen nicht alleine gehen. Es muss eine Priorität gemacht werden. Glauben Sie denn, dass, also weil Sie aus Israel kommen und weil diejenigen von uns, die mal in Israel waren, wissen, mit welchen Schwierigkeiten man manchmal auf öffentliche Plätze kommt, dass es da eben auch Metalldetektoren zum Teil gibt, dass da sehr hohe Polizeipräsenz ist. Würden Sie das denn sagen? Wir sind in Deutschland so weit, dass wir auch so eine Sicherheitssystematik brauchen? Teilweise schon. Und die Geschehen von gestern hat es gezeigt. Also mit ein paar Betonklötzen, die hier verpönt werden, hätte man das vielleicht verhindern können und bestimmte Zahl der Opfer verringert. Ja, es gibt einen Preis für Sicherheit. In jeder Restaurant, in dem ich in Israel gehe, muss ich noch einen Schekel auf der Rechnung bezahlen für die Wachmann am Eingang zum Beispiel. Das sind genau 20 Cent. Also ich leiste mir auch die Sicherheit für die 20 Cent. Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, wir sind nicht in Deutschland so weit wie in Israel. Der Gefahrlage ist auch nicht so schlimm, aber es wird langsamer in diese Richtung.
ein bisschen verunsichern. Naja, was mich auch verunsichert, ist, dass dieser Täter flüchtig ist. Das heißt also, es gab heute eine Nachrichtenlage, die erstmal gesagt hat, da ist ein 23-jähriger Flüchtling aus Pakistan. Sie müssen das umgekehrt betrachten. Es war eigentlich ursprünglich ja so, es ist jemand aus dem LKW, der offenbar am Steuer saß, weggelaufen. Mhm. Und es haben Leute ihn gesehen und es haben Leute, was ziemlich mutig ist, ihn verfolgt. Und dann hat man einen gegriffen und nahm an, das war derjenige, der den LKW gesteuert hat. So, dann kam es langsam raus, die Identität, und dass er ein Pakistani ist, der auch in einem Flüchtlingsheim wohnt. Und dann erst hat sich herausgestellt, dass offenbar die Beweise doch nicht so stark waren. Und jetzt hat man ihn laufen lassen. Wahrscheinlich ist es nicht gewesen. Er ist auf freiem Fuß. Kann ja sein. Sie waren mit die Ersten, die gemeldet haben, dass es wahrscheinlich der Falsche ist. Oder dass die Polizei sagte, wir haben vermutlich den falschen Mann. Das heißt aber ja tatsächlich, da läuft jetzt einer frei herum. Naja, das der ist, diese Tat gemacht hat. Das ist das Furchtbare daran. Wie viel, natürlich ist es schrecklich, wenn die Polizei, ich glaube, die hat ihre Aufgaben sehr gut erfüllt, das ist gar keine Frage. Und wenn sie jemanden festnehmen und dann überprüfen und feststellen, doch, die Beweise reichen nicht aus, dann lässt man ihn halt frei. Ja. Aber die Kehrseite der Geschichte ist natürlich, dass der tatsächliche Täter oder die tatsächlichen Täter frei rumlaufen und offenbar auch bewaffnet sind. Das macht die Sache natürlich außerordentlich gefährlich. Einer oder mehrere mit islamistischem Hintergrund oder mit einem anderen Hintergrund. Sie kennen sich bei Terrorismus das weiß man aus nicht. Wie kein Zweiter. Das weiß man nicht. Also jetzt kam ja die Nachricht, ist ja wohl auch so, will man sagen, so halbwegs bestätigt, dass das sozusagen eine offizielle Meldung vom IS war, dass die sich also dazu bekennen. Dann würde man mal annehmen, das ist wahrscheinlich ein Täter mit islamistischem Hintergrund. Aber so ganz genau weiß man das natürlich erst, wenn man ihn tatsächlich hat. Und auch dann weiß man ja nicht immer, wenn Sie so an die Geschichte mit dem Selbstmörder denken, der sich umgebracht hat, wusste man ja auch noch nicht einmal, von wem ist der jetzt wann irgendwie angestiftet worden. Ist der nur kurzfristig irgendwie zum IS-Mitglied geworden oder ist er eingesetzt worden? Das weiß man ja alles nicht. Also insofern wird das sicher noch eine ganze Zeit vergehen, bis man erstens ihn überhaupt hat. Das wollte ich gerade fragen. Sind Sie zuversichtlich? Hat man noch eine Chance, den jetzt... Also wenn ich jetzt wir haben keine Videoüberwachung. Naja, klar, also wenn es vor der Gedächtniskirche, was ja nun auch wirklich ein richtiger Touristentreffpunkt ist, wenn es da Videokameras gegeben hätte, dann hätte man sicherlich gewisse Chancen zu erkennen, wer ist da mit seinen weißen Turnschuhen aus dem Camper, aus dem LKW gelaufen und abgehauen. Das hat es aber nicht gegeben. Dafür gibt es andere Orte. Aber wissen Sie, man kann auch nicht die ganze Republik irgendwie mit Videokameras überziehen. Das ist ja das wirkliche Problem. Wissen Sie, alles, was Sie gesagt haben, ist ja alles schön und gut und sicherlich notwendig und richtig. Und es gibt ganz viele Bereiche, in denen unsere Sicherheitsdienste lange nicht so gut aufgestellt und ausgerüstet sind, wie die es auch selbst gern wollten. Aber wenn man das alles einführen könnte, dann wird das sehr ungemütlich in diesem Land. Und ich fürchte, man muss eine lange Zeit sich darauf einstellen, dass immer wieder etwas passiert, was auch die Behörden mit dem besten Willen nicht verhindern können. Veraltete Gesetze oder Vorschriften, Strukturen sind veraltet. Warum braucht man 16 verschiedene Landesämter für Verfassungsschutz? Groß, klein und mittel. Ja, also die föderale Struktur, alles gut und schön, aber Deutschland hatte damals vor der Vereinigung auch einzelne Rundfunkanstalten pro Land, ja? Und dann haben sie sich zusammengeschmolzen zu einer viel kleineren Zahl und einem effektiveren Service jetzt. Das könnte man auch mit der Inlandsgeheimdienste machen. Deutschland braucht nicht 16, ja 17 mit dem Bundesamt auch, sondern eine einheitliche Einheit, eine Inlands-Nachrichtendienst. Natürlich ist das wichtig zu sagen, in Deutschland ist das, haben Nachrichtendienste einen schlechten Ruf. Ja, Stichwort Stasi, Gestapo und so weiter. Ja? Aber die Zeiten sind vorbei und heute muss man auch out of the box denken in Deutschland. Was ist mit dem NSU-Zelle passiert? 10 Jahre lang rennen sie durch die ganze Bundesrepublik und ermordern Menschen. Und nur weil die verschiedenen Landesämter untereinander nicht kommuniziert haben, war das möglich. Ein weites Feld. Wenn wir nicht über die Veränderung von Strukturen reden, dann geht es nicht weiter. Ja, das ist insofern ein weites Feld. Den Feld kenne ich nur wirklich ganz gut. Und da ist ja das Erstaunliche wirklich, dass auch jetzt, so viele Jahre, nachdem das passiert ist und nach so vielen Untersuchungsausschüssen, das haben, glaube ich, 12 Untersuchungsausschüsse, wenn ich mich recht entsinne, und ein ganzer Prozess stattgefunden und man weiß immer noch nicht, waren die beiden das wirklich alleine oder waren es mehr? Wie nah waren die Nachrichtendienste da dran? Was ist da alles tatsächlich passiert? Deswegen glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, solche Fälle dann wirklich genau aufzuklären, um erst dann richtig festzustellen, wo ist es schiefgelaufen.
außen und Sie gucken vielleicht ganz anders auf dieses Land und auf diese Debatten. Finden Sie diese Verknüpfung eben der eine mit der anderen Frage? Glauben Sie, die Sicherheitslage in Deutschland hat massiv gelitten tatsächlich unter Merkels Politik? Also ehrlich gesagt und mit voller Respekt, ich folge die Diskussion in Deutschland und ich finde die Diskussion teilweise über eine ganze falsche Sachen. Ich will nicht falsche Sachen, aber ich stimme Frau Eckhardt-Göring ganz zu. Menschenrechte sind genauso wichtig wie Menschenleben. Ja? Aber es sind nicht einander ausschließende Konzepte. Man kann die Menschenrechte behalten, aber die innere Sicherheit verbessern. Mhm. Es geht um Fähigkeiten. Terrorismus ist ein Problem. Ja, wie eine Krankheit. Man kann eine Krankheit mit verschiedenen Wegen, Methoden, Medikamente und so bekämpfen. Und es ist auch gelungen, andere Staaten Terrorismus effektiv zu kämpfen. Nicht auszulöschen, ja, es verschwindet nicht, aber die innere Sicherheit wird dadurch erhöht. Mhm. Wann waren Sie zum letzten Mal in einem Polizeirevier in Berlin? Die meisten Polizisten sind in Gebäude untergebracht und arbeiten in Büros, die älter sind als ihre Großväter. Mhm. Ja, durchschnittliche Alter der Gebäude 90 Jahre. Ja, die Ausrüstung, also die Maschinenpistolen, sind aus der RAF-Zeiten, ja, aus der 70er Jahre. Die meisten Schießstände in Berlin für die Polizei wurde in den letzten Jahren geschlossen. Sie trainieren überhaupt nicht. Mhm. Was bringt ein Polizist mit einem Maschinengewehr, der da steht, und er weiß nicht, ob wenn er schießt, trifft er einen Terrorist oder einen Zivilist? Das sind die Gefahren. Ja. Es geht um Fähigkeiten. Ja. Fähigkeiten kosten Geld und brauchen Zeit. Und es ist viel zu spät. Also Deutschland ist in eine sehr gute Position. Man kann sich noch leisten, Diskussionen immer wieder nur um Menschenrechte und Überwachungen, Video und diese Maßnahmen und jenes durchzuführen. Das kann auch die Frau Eckhardt-Göring sich leisten. Gestern wurde 12 Menschen ermordet. Was wäre gewesen, wenn 200, 2000 in Berlin umgekommen wäre? Und wir wissen, dass es möglich ist. Unsere Gesellschaft ist sehr sensibel auf solche Anschläge. Ja, die wir beantworten sollten. Ich glaube, das hängt doch damit zusammen. Die Diskussion fängt damit an mit dem Wort, sind wir im Krieg, ja oder nein? Das kann man sehr unterschiedlich sehen. Also wenn man einen richtigen Krieg sieht, dann ist das, was wir sehen, glaube ich, kein wirklicher Krieg, auch wenn es ganz schrecklich ist, was da gestern passiert ist und auch die Dinge, die vorher passiert sind. Aber das, was bei uns passiert, ist ja nicht sozusagen eine inländische Terrorgruppe, wie sie, wenn sie auch internationale Verbindungen hatten, bei der RAF mal gehabt hat. Mhm. Dieses ist Teil eines internationalen großen Bürgerkrieges. Mhm. Das ist Teil eines, sagen wir mal, innerislamischen Bürgerkrieges, wo alle möglichen Randgruppen noch dran mitstricken. Und insofern sind das Ausläufer davon. Und insofern ist sowohl der Terrorismus durch den IS und andere Gruppierungen ist ein Ausläufer eines Bürgerkrieges oder eines ganz furchtbaren Krieges im Nahen Osten. Und die Flüchtlingsbewegung, die wirklichen Flüchtlingsbewegungen haben natürlich auch viel damit zu tun. Mhm. Dann kommt eben dazu, dass wir eben unsere Möglichkeiten, den wirklichen Flüchtlingen zum Beispiel aus den Kriegsgebieten zu helfen, außerordentlich wirklich zu schaffen machen, dadurch, dass wir eben nicht genügend kontrolliert haben, wer in das Land reinkommt. Reden immer von Flüchtlingen, aber es sind natürlich ganz viele Migranten, Wirtschaftsflüchtlinge, die irgendwo herkommen. Ich muss Ihnen sagen, die vielen jungen Männer, die herkommen, das würde ich auch tun, wenn ich aus einem dieser Länder käme. Nicht? Aber das macht die Sache für uns ja so schwierig. Die Bundeswehr im Inneren wird diskutiert, wenn ich das heute richtig gehört habe. Das haben wir unstreitig. Ist kein Tabuthema mehr? Nein, ich denke, unter meiner Führung ist es gelungen. Wir haben die Bundeswehr im Inneren. Auch dies ist schon lange über das Bundesverfassungsgericht entschieden. Wir diskutieren in der Politik oft über Dinge, die rechtlich entschieden sind. Man muss genau schauen, wo sind die Voraussetzungen. Die Übung wird stattfinden, 7. bis 9. März. 6 Bundesländer machen mit. Vom Grundsatz her ist es unstrittig. Freuen Sie sich über die Entwicklung, Frau Göring-Eckhardt? Also ich bin keine Waffenexpertin und ich weiß jetzt nicht, was mit Langwaffen und Maschinen und so weit Pistolen gemeint ist. Das muss ich auch Ihnen überlassen, ganz ehrlich. Ich glaube nur, dass wir nicht eine Sicherheitspolitik aus dem letzten Jahrhundert oder aus dem letzten Jahrzehnt machen sollten mit den Ansprüchen und mit den Gefährdungen, die wir heute haben. Und das, was Sie alles aufgezählt haben, kommt mir so vor, wie das ist eigentlich eher Vergangenheit. Heute brauchen wir Vernetzungstechnik. Wir haben innerhalb Europas keine anständige Vernetzung. Damit geht es schon los. Mhm. Ja, nicht nur in den Bundesländern, sondern schon innerhalb Europas nicht. Und ich glaube, das wird der entscheidende Punkt sein. Und am Ende des Tages wird es darauf ankommen, dass wir alle
den Menschen da draußen das Gefühl geben, ihr könnt sicher leben und euer freies Leben führen, ja, und nicht nur morgen auf den Weihnachtsmarkt. Ja, aber alles ganz schön und gut. Ich glaube nicht, dass die Sicherheitsdienste, auch wenn sie entsprechend aufgerüstet werden, das tatsächlich schaffen können. Es läuft immer so ein Gedanke hier durch, auch eben bei Herrn Söder, was ja alles richtig ist. Schengen ist irgendwie gescheitert. Wir müssen die Außengrenzen sichern. Aber wenn es dann um die Frage geht, wie sichern wir die Außengrenzen, dann beginnen es wirklich die Differenzen. Und ich muss ehrlich sagen, bevor ich die Bundeswehr im Inneren einsetze, setze ich lieber die Bundeswehr, sagen wir mal, zusammen mit der französischen Armee und anderen ein, um die Außengrenzen zu schützen. Denn eigentlich ist ja die Armee dazu da, die Außengrenzen eines Landes zu schützen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Und in Wirklichkeit, auf lange Sicht wird es gar nicht anders gehen. Das ist alles schwierig genug. Natürlich. Aber natürlich müssen wir verhindern, dass wir in diesem Land Parallelgesellschaften kriegen, mit der einhergehende Kriminalität und allem drum und dran. Herr Aust, eine kurze letzte Einschätzung. Weil Sie sowohl den RAF-Terrorismus als auch den NSU-Terrorismus wirklich intensiv beobachtet haben. Es gab in den 70er Jahren dieses Wort der bleierne Zeit. Damals gab es Maschinenpistolen im Verkehr, im Straßenverkehr, im Straßenbild. Aber es war ein Ausnahmezustand und dann waren sie auch wieder weg. Nein. Was glauben Sie, steht uns bevor? Eine lange, bleierne Zeit dieser Art oder neuer Art? Ich fürchte ja. Ich fürchte, das wird sehr, sehr lange dauern. Ich meine, gucken Sie mal, die RAF, das war eine sozusagen rein deutsche Organisation mit ein paar Ablegern nach Palästina. Die hat es 28 Jahre gegeben und das waren Leute, die man kannte. So, und jetzt kommen Leute aus aller Herren Länder, die man überhaupt nicht kennt. Man weiß nicht, mit welchen Gruppierungen die zusammenarbeiten. Das wird schon eine sehr große Herausforderung. Lange Zeit? Ich denke, das ist ein Gesichtspunkt, der lange Zeit Einfluss nehmen wird. Aber ich habe vorhin betont, wir brauchen ja die Vernetzung. Es ist erstmals gelungen, nach 15 Jahren eine einheitliche Plattform zu schaffen. Wir müssen vernetzen in Deutschland und in Europa. Es gibt in Deutschland keine gute Vernetzung, geschweige in Europa. Gut. Die Ermittlungsbehörden sind teilweise hilflos.